Ein im Bundespresseamt enttarnter ägyptischer Spion hat nach Angaben der Bundesregierung keinen umfangreichen Zugriff auf Daten gehabt. Dies betonte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag. Weitere Angaben zu dem Fall wollte sie mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht machen. Der Fall war durch den aktuellen Verfassungsschutzbericht öffentlich geworden. Demnach wurde der Spion im Dezember 2019 enttarnt. Der Mann hatte für den Besucherdienst des Bundespresseamtes gearbeitet. Aber wie nah er irgendwo gekommen ist und wo er eingesetzt worden war, das müssen Sie dann mitteilen. Auch das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Gab es irgendwelche Gespräche mit den ägyptischen Staatspräsidenten bzw. an Herrn Breul auch? Gab es irgendwelche Pläne, auch den ägyptischen Botschafter einzubestellen? Herr Breul, können Sie grundsätzlich sagen, Herr Tufik Nia, dass wir uns gegen die Tätigkeit ausländischer Geheimdienste in Deutschland verwehren, also sowohl von Freunden als auch von anderen Staaten. Und das machen wir gegenüber ausländischen Regierungen auch deutlich. Nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes soll er über Jahre hinweg einem ägyptischen Nachrichtendienst zugearbeitet haben. Dem Bundesinnenministerium ist es nach eigenen Angaben bekannt, dass ägyptische Geheimdienste in Deutschland aktiv sind. Sie sammelten vor allem Erkenntnisse über in Deutschland lebende ägyptische Oppositionelle, wie etwa die islamistische Muslimbruderschaft, sagte Ministeriumssprecher Steve Alter.